Mit einem Schweige- und Trauermarsch haben am gestrigen Sonntag rund 150 Menschen der 45-jährigen polnischen Frau gedacht, die am Sonntag vor einer Woche von einem 22-jährigen Syrer in Reutlingen mit einem Dönermesser getötet wurde. Die Teilnehmer zogen von der Reutlinger Post über die Karlstraße zum Ort des Geschehens an der Stadtbachstraße. Dort legten sie Blumen nieder und entzündeten Kerzen. Mit dabei war auch Martin Kroll, der Kulturreferent des polnischen Generalkonsulats. Zuvor hatten einige eine Petition unterzeichnet, die die Auslieferung des 21-jährigen Asylbewerbers nach Polen fordert. Laut Polizei hatte die Tat einen persönlichen und keinen politischen oder religiösen Hintergrund. Der Täter hatte zudem zwei weitere Personen verletzt. Die Polizei war mit 130 Kräften im Einsatz, um die Veranstaltung, zu der die Organisatoren spontan aufgerufen hatten, zu sichern.